Warnung. Oh, ich muss sogar drücken, dass ich das verstehe. Jetzt esse ich gerade noch meinen Energy Ball. Hätte ich ja mal vorlesen können, ja. Laute Sounds, Jumpscares, Blut, unheimliche Szenen und Gore. Nicht für Leute mit Herzproblemen. The game is based on... Oh, das beruht auf wahren Begebenheiten oder sowas kann ich ja gar nicht, ne? Also finde ich gut, aber finde ich furchtbar. Alle Charaktere und sind aber fiktional. This game is no way focused on... You don't need to understand... Achso, man muss kein Chinesisch verstehen, das ist gut. Um die Puzzles zu lösen. Du brauchst die Mindestgröße. Wo steht das? Wenn du auf das Ding klickst, kommen zwei neue Optionen. Ach so. Moment, ich war noch nicht ganz fertig. You need to turn up the world volume to hear some of the clues. Ich muss gleich die Lautstärke höher stellen. Es wird dir sehr viel mit diesen Puzzlen helfen. Viertens, hab Spaß. Oh. Okay, ich habe es ganz laut gestellt. Ich habe wieder ein Spiel. Ich drücke weiter. Check your volume, habe ich gemacht. Click to hear a sample of the loudest sound in the game. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, das geht. Your point must be at least in the... Achso, ich habe die Mindesthöhe. Und du? Mhm. Wollen wir dann? Ja, ich habe mich kurz im Spiel beobachtet. I'm a sexy boy. So, Enter. Purify the unit and evacuate safely. Was heißt das? Evakuieren. Du musst entkommen. Wo bist du? Ah, da. Hinter dir. Ach Gott, das ist so ein Ding, wo du wirklich dich portest in die Räume. Ein Toilette! Dann lasse ich dich immer vor. Ob es das wirklich gibt, dieses Putzmittel? Late, das gibt's doch. Das ist doch hier der Vorgänger von Brise One Touch, oder? Ich versuche gerade, die Taschenlampe zu benutzen, aber... Ach so, das ist schon an, okay. Wo hast du die Taschenlampe her? Was ist das? An der Wand hier. Purify? Ja. Was heißt nochmal Purify? Ich habe hier gerade so... Reinigen, austreiben. Achso, ich habe hier so einen chinesischen Reinigungszettel. Das ist ein Talisman. Ja, meine ich doch. Naja, im Japanischen wäre es so einer, aber heißt das im Chinesischen auch so? Da ist die Tasche. Ja, wahrscheinlich. Hast du eine eigene? Ja. Okay. Dann kann ich meine wenigstens verlieren. Aber die ist doch nicht an so. Doch, du siehst es, wenn du am Rand siehst, ob sie an oder aus ist, dann wird sie nicht so grau. Ach so, ich hätte noch auf Use drücken müssen. Aber ich finde es blöd, ich kann die nicht drehen. Die ist vom Winkel so blöd. Doch, kannst du Mausrad gedrückt halten. Ah, okay, perfekt, dankeschön. Dann ist die nämlich nützlich. Okay, hier ist noch was zum Purifyen. Musst du das selber purifyen, oder? Ich habe jetzt hier so einen Zettel drin gemacht. Ja, da hinten links ist auch noch einer. Wo denn? Rechts von dir. Ach so. Ich muss jetzt mal die Taschenlampe loslassen. Ja. Ich denke, das war's. Ach, ja, ich lasse dich halt vorgehen in die Räume. Was ist mit der Taschenlampe? Nervt ein bisschen. Kommst du mit der Taschenlampe da rein? Nein, ich muss sie loslassen. Da ist noch rechts am Schreibtisch. Ach. Was ist hier denn passiert? Ah, wir haben eine neue Taschenlampe. Für jeden Raum gibt es eine eigene Taschenlampe. Ach so. Ja, gut. Wahrscheinlich. Komm mal schnell raus. Okay, Moment. Da gab es noch einen Raum rückwärts. Ah, nice. Wir müssen noch mal rein. Da war noch ein Raum. Ja. Ach, hier ist auch noch ein X. Achso, ich bin auch in einem anderen Raum. Ja, du musst den Link nehmen. Telefon.
Ist doch gar kein Telefon. So, Prof. Hörst du es auch? Ja, ja. Aber wo? Das ist im Wohnzimmer, aber das ignoriere ich jetzt erstmal. Weil wir waren hier noch nicht fertig. Hier ist nämlich noch eine Tür. Ja? Wo bist du hin? Alles gut, ist nur ein Klo. Ist da nichts drin? Nee. Ach, da. Mhm. Boah, klingeln ja Telefone, ne? Mr. Muscle. Besonders, wenn du nicht weißt, wo das Ding ist. Ich erinnere mich an das eine Video, was ich für dich aufnehmen musste, wo ich in dem Haus war und 3000 Jahre nach dem scheiß Ding gesucht habe. Und ich einfach in meiner Aufnahme direkt dahin. So, ich suche zu dieses blöde Telefon. Ich hasse Telefone, die klingen. Hier vorne. Hallo? Boah, ich höre da gar nicht zu dir. Ich spreche irgendwas auf die Asiatisch. Sie haben sich verwählt. Ich lass mich nicht anschreien. Nee, dann gehe ich halt. Das klang irgendwie nach einer komischen Werbeaufnahme. Hey, Sie haben die Möglichkeit, das und das zu gewinnen und kaufen. Wer weiß. Also die Küche könnte auch mal sauberer sein. Es steht über so viel Putzmittel. Ja, aber nicht benutzt. Nee. So. Non-Bio-Washing-Powder. Fresh Floral. Was ist da drin? Schwein oder was? Ist nicht Bio, es ist Chemie. Ah, hier sind nochmal 3 Räume. Bit, bit, bit. Flausche, Flausche, ja, Flausche. Ja, ja. Oh, oh, oh. Vor allen Dingen auch geil, sagt, du brauchst, musst, locked, okay. Du musst kein Chinesisch können, aber mach die Musik laut, dann sind die Rätsel einfacher. Du musst sagen, durch welche Tür du gehst, ich sehe das. Ach so, Entschuldigung. Alles gut. Da ist ein Prüfer hinterm Schreibtisch. Oh. Jetzt gehe ich hier ins Klo. Hier ist auch ein X. Geile Badewanne. Oh. Ey, so eine von der Größe kann ich mir auch vorstellen. Mit dem Muster, da fällt der ganze Dreck nicht auf. Nein, nicht mit dem Muster, aber von der Größe her. Da kann man gut zu zweit drin liegen. Da wird der ja schlecht, wenn er da drin sitzt mit dem Muster. So, die ist doch nicht groß genug hier. Also auch wenn ich mich jetzt hier reinlege, guck mal, ist doch schon... Also die Hälfte von dir, da passt noch jemand neben dich. Ja, aber Füße ausstrecken ist nicht. Ja, gut. So wie du da gerade drin hockst, sieht das nicht sehr gemütlich aus. So drin am Hocken, ja, ist ganz toll hier drin. Ich gehe wieder raus, ne? Ich komme hier nicht mehr zurück. Hä, wo bist du denn? Ich bin nur durch eine Tür. Also endlich, als ich den Raum verlassen habe, habe ich Doppelklick gemacht und bin in einen anderen Raum. Hallo. Hä? So sah es doch vorhin hier nicht aus, oder? No, sagt die Tür. Wo ist denn meine Taschenlampe hin? Weg, kriegst du nicht. No. Okay. Oh, no, 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 no. Wieso haben wir immer irgendwelche Maps, wo man läuft und läuft und läuft? Keine Ahnung, ich glaube, das ist so dieses typische Spannungsaufbau-Ding bei Horror-Dingern. Aber das Problem ist, ohne Musik fehlt ja halt was. So, wo waren wir jetzt vorhin drin? Achso, wir sind schon wieder raus. Da waren wir drin, also in die rechte. Achso. Rechte? Haben wir denn? Da. Hinter der Pflanze. Ah. Nice. Oh. Bei mir passiert was. Ja, bei mir auch. Aber ich bin noch nicht mal aus dem Raum. Das hat er jetzt schon. Also halt. Du bist rot. Rot-blau. Und du bist tot. Und der Buddha hat sich zu mir gedreht. Was ist hier los?
Jo, guck mal, wir werden umschwirrt. Es dreht sich irgendwie. Müssen wir ausharren oder müssen wir irgendwas tun? Ich würde sagen ausharren, oder? Ich bin hier weg. Oh. Weil der... Nein, komm hier nicht weg. Können wir hier was drücken? Gott, da mehr schlecht. Es wird immer lauter. Ja, ja, da kommt auch Chibi, mal Chibi, wird's leiser? Okay. Okay. Es war so dunkel. Also ich bin wieder raus. Jetzt ist noch ein X. Ach so, warte mal. Wo? Ente. Wo bist du? Bist du da reingegangen, wo vorhin locked war? Nee, weil du meintest, da wäre noch ein X. Nee, ob immer nur ein X da ist. Achso, ja, bei so kleinen Räumen bestimmt. Wo bist du jetzt rein? Die vorher locked war. Das müsste die da sein. Da ist die Schubka-Ding, die kannst du auch machen. Nix. Ja. Nix. Aber ich glaube, da ist eine Taschenlampe drin oder irgendwas, oder? Gehst du mal mit deinem Popöchen da weg? Ich sehe nix. Du kannst sie alle aufmachen. Ich sehe nix. Jo. Gib mir mal einen Fettarsch schon aus dem Weg hier. Deinem kleinen Wolfspopöchen hier. Nix. Wenn das Bunny frech wird, beiß ich hier in den Hintern. Wieso? Deshalb. Verstehe überhaupt nicht, was da gesagt wird. Keine Ahnung, aber es ist im Nebenraum irgendwie. Ist das so ein komisches Rätsel, wo wir eine bestimmte Ding anziehen müssen? Also rausziehen müssen? Das könnte sein. Wahrscheinlich sagen die so die Lösung, wie wir es rausziehen müssen. Ich verstehe kein Wort. Ja, einfach mal alles raus. So. Zack. Hab ich ja auch, aber passiert nichts. Das Ding ist halt, das sind Buchstaben. Also A bis D. Das ist eine Kombination, aber... Was ist denn mit deinem Gesicht los? Siehst du den Schatten? Ja. Bin ich das? Liegt das an meinem Avatar oder soll das so sein? Was ist dein Avatar? Mein Avatar ist zu klein. Guck, ich bin hier unten. Ja. Hast du auch die Mindestgröße? Ja. Das sieht so komisch aus. So bin ich ja Ninja. Also ich hoffe mal nicht, dass wir das lösen müssen, um das Spiel zu machen. Das wäre ein bisschen assi. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Vielleicht werden wir noch ein bisschen schlauer. Da waren wir schon überall drin. Oh, das sind die komischen anderen Stimmen. Das sind andere Menschen hier. Ach so. Ich dachte, das war im Spiel. Ja, habe ich auch gedacht. Kann ich die eigentlich stumm schalten? Warte mal. Voices. Ja, oder, wo soll man oder Avatar, rein? Warte mal. Ah, okay. Also, ich habe Voices habe ich jetzt stumm geschaltet. Ich höre die anderen nicht. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir nochmal in dieselben Räume? Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Vielleicht steht ja irgendwo hier was mit dem Rätsel, mit dem G-Ding oder so. Und da stand, man muss kein Chinesisch können dafür. Gut, dass die Typen, die hier rein sind, Chinesisch sprechen. Können sie uns auch nicht helfen, weil wir sie ja nicht verstehen. Okay, hier Bart ist nix. Ich sehe halt was hinter diesem Familiengeldmelder, aber ich kann das nicht mehr bewegen. Du siehst da was? Irgendwas. Ja, ja, wenn du links guckst, siehst du so rot glühende Kratzer oder was das ist. Ach, das ist nur die Band. Meinst du? Ja. Ja, gut. Ach, guck mal. Wir haben... Ah, warte, ich hab was. Was war's? Ich hab eine Karte.
Mit A und Zahlen. Ich kann dir die Kombination sagen. Jetzt muss ich erstmal den Raum wiederfinden. Warte mal, ich schreibe es mir kurz auf, weil ich brauche die Kombination selber gleich. Okay. Ja, das ist. Dann schiebe ich mal die Schubladen wieder rein. Okay, hab sie. Okay, ich bin vom Schrank. Also, es ist... Ich habe den Chinesen kurz geholfen. Es ist A1. Ja. B5. Ja. B3. B3. C. Achso, C3. Und D2. Klick, klick. Passiert bei dir was? Es hat klick, klick, klick gemacht. Okay, Moment, dann muss ich es auch machen. So, wie war das? A1. A1, B5. C3. Und D2. A1, B5, ja. C3 und D2. Bei mir passiert nichts. Vielleicht höre ich es einfach nicht. Einmal A1. Hast du alle anderen zu? Ich denke schon. Ich mache es mal kurz nochmal alle zu. Ah, jetzt hat es Klick gemacht, wo ich sie alle wieder resettet habe. Hä? Es hat nur Klick-Klick gemacht. Ja, aber das hat Klick-Klick gemacht, als ich sie wieder alle reingeschoben habe. Das war komisch. Ach so! B2 öffnet sich. Hä? Automatisch selber. Ist da was drin? Nö. Bei mir ist es zu. Aber wenn ich das mache, dann öffnet sich B2 immer selber. Nee, da ist nichts drin. Vielleicht einfach ein Missklick. Ich gehe mal draußen gucken. Vielleicht hat sich in irgendeinem anderen Raum was geöffnet. Also so wie das beim Tisch aussieht, haben wir auch alle X'e gefunden. Ich komme auch mal raus und gucke, ob irgendwas jetzt anders ist. Irgendwas hat sich jetzt aufgeklickt. Die Frage ist, wo? Okay, ich gehe mal in die anderen Räume. Hier hast wieder. Du auch beim Tisch alles auf Rot? Moment, ich gucke gleich. Ich war gerade in den anderen Räumen. Unterwegs, ob sich hier irgendwas geöffnet hat. Wo ist der Tisch? Ja, halt. Ich habe so ein komisches Lichtleuchten in der Mitte bei dem Yin-Yang zeigen. Leuchten? Kannst du irgendwas drücken? Weil ich habe nur außenrum alles rot. Nee, leuchten lässt sich nichts. Ich suche gerade nach dem Mechanismus, der sich geöffnet hat. Mhm. In diesem Klick-Klick heißt ja, irgendwas ist jetzt auf. Mhm. Nur was ist auf? Ich weiß nicht. Ah.
Nur angeblich nur 15 Minuten dauern. Also sind wir schon gleich in der Zeit, wo wir schlecht sind. Ja, das Ding ist halt, wir finden dieses Klick-Klick-Ding nicht, was sich geöffnet hat. Vielleicht schließt sich das Klick-Klick-Ding wieder, wenn du was dann nachträglich interagierst. Kann das sein? Vielleicht haben wir auch irgendwas nur verbuggt. Warte mal, ich gehe zu dem Ding und höre mal rein, was passiert, wenn ich was... Das Klick-Klick-Ding kommt nicht mehr. Wenn ich alles reinschiebe, macht es auch wieder Klick-Klick. Ja, ich weiß dann nicht. Das Problem ist, vielleicht schließt und öffnet sich jeweils das Ding immer wieder separat, weißt du? Jetzt habe ich wieder die Dinger aufgemacht. Es passiert nichts. Es kommt kein Geräusch mehr. Hm. Doch eins, fünf, drei, zwei. Ja, genau. Das siehst du nämlich, weil es in dem einen Raum ist so eine Karte, die von der Stadt, und da siehst du verschiedene Punkte drauf. Ja, schön. Ich meine, jetzt hat es bei mir ein zweites Mal Klick gemacht. Ne? Einmal, als ich die aufgemacht habe und einmal, als ich die zugemacht habe. Ja. Im Geräusch her war es irgendwo nach links. Kann ich wieder gehen? Nein. Ja, das ist A1, B5. Also ich denke, es ist B5, aber es hat ja auch Klick gemacht. C3 und D2. Hä? Ich darf mal den komischen Dudes hinterher. Die haben, glaube ich, auch keine Ahnung. Achso. A1. Ach so, aber warte mal, wir haben sie in Reihenfolge von A, B, C geöffnet. Eigentlich ist es so. A1, D2, C3. Okay, Moment, ich gehe zu den Schränken. Ja. Wo sind die Schränke? Die linke Tür. Warte mal. Nein. Deswegen macht es auch Klick, wenn du wieder alle zumachst, weil es dann wieder resettet ist, wahrscheinlich. So, okay, ich bin da. A1. Moment. Ja. D2. Aha. C3. Aha. B5. Nee. Nee? Nee. Das ist doch auch eine 1 da oben, oder? D2, C3, B5. So, jetzt habe ich es rausgezogen in der richtigen Reihenfolge, so wie ich es gemacht habe. Und jetzt hat es Klick gemacht. Es hat in dem Moment, wo ich die letzte Schublade rausgezogen habe, geklickt. Und die sind bei mir draußen. So. Eigentlich müsste die Freiheit ist auch geklickt, ja. Klickt der Scheiß? Ja, gefühlt irgendwie links von einem. Links? Du meinst durch die Wand? Ja, ich finde schon. Aber du müsstest ja, aber eigentlich. Frauen können oft Geräusche nicht zuordnen. In der Küche ist halt nichts. Jetzt haben wir das blöde Rätsel einfach durchgespielt in 2 Minuten und suchen nach dem letzten Ding. Noch eine Ewigkeit. Aber Küche, immer ja gut, in der Küche ist nichts. Am Ende, am besten machst du einfach einen Cut hier rein, bis wir das gefunden haben.
Oder Verschnellerung. Fertig. Oh Gott, ich kann der Exit raus. Wie? Ich kann das Apartment verlassen. Das habe ich vorhin versucht, das konnte ich nicht. Ach, hä? Wo bist du hin dann? Ich bin Haustür raus. Drück ich mal, vielleicht ist es gewollt. Das ist die Haus-Wohnungstür gewesen, die geklickt hat. Vielleicht, ja. Ja. Was ist hier? Was ist hier? Den Gang entlang. Was ist hier hinter? War das da? Nee. Hä? Wo bist du hin? Bist du wieder die andere Tür. Hä? Warte mal. Die rote Tür ist jetzt die Wohnung, wo wir rein sind. Ach so. Ja. Wir müssen da vorne entlang. Oh, den Gang wieder, meinst du? Ja, okay. Ich laufe nur wegen deiner Aufnahme hinter dir. Ja, macht doch nichts. Vorsicht gewischt. Hey, Vorsicht Reparaturen. Oh. Warum verlässt du mich? Ich halt die Treppe. Okay. Ich komme. Nee, darf ich nicht. Nee? Nee. Nee. Okay. Also doch in den Todesaufzug. Nee, auch nicht? Ist da jetzt hinten was? Kommt da ein Mädchen oder irgendwie? Oh. Was ist bei dir? Ja, komm mit. Okay. Ja, ich komm. Du. Was? Wer warst du denn? Aha. Ah ja. Nö. Aber wir wurden gefressen. Aber das war doch jetzt nicht der Schluss. Ich gucke mal kurz. Ach, guck mal, der Tisch leuchtet jetzt rot. Nee, ist nicht der Schluss. Wir haben unsere Siegel immer noch. Ja, das mit dem leuchtenden Tisch, das war ja. Mir war das vorher nicht in der Mitte rot, sondern noch normal. Also das war bei mir die ganze Zeit so. Ja gut, aber hier haben wir doch alles schon gemacht. Oder ist hier jetzt was anderes? Kann ich einfach gehen? Ja, ich kann wieder raus. Aus dem Apartment. Okay. Und du kannst ja mal kurz gucken im Apartment. Und ich sag dir, wenn außerhalb was passieren sollte. Ich gucke. Es sieht immer noch irgendwie. Sieht noch immer gleich gruselig aus. Nee, da kommt die Videos, das war ja You Leave Me. Das ist genau, das ist das Gleiche. Hätten wir schneller auf den zurennen müssen, weil die Tür mit diesem. Ah, nee, ich bin einen anderen Weg gegangen. Du kannst abhauen. Ich kann abhauen. Wieso? Weshalb? Warum? Wenn du. Geh mal auf den Aufzug und warte, dass der Aufzug kommt, anstatt den Gang entlang zu gehen. Also, du musst den Aufzug klicken, da musst du Richtung Gang gehen und dann sofort wieder umdrehen zum Aufzug. Zum Gang gehen? Warte mal kurz im Aufzug, kommt ich. Oh. Hallo. Hallo. Sag Bescheid, wenn dein Fenster steht. Wenn was? Wenn die 1 leuchtet. Mir ist die 6. Muss ich drücken? Ah, ich muss die 1 drücken, okay. Okay. 5. 4. Hast du gedrückt? Mhm. 2. 1. Fragezeichen. 32, 59. 31,57. 0. S51J. Was? Ich möchte. Hallo.
Das kann ich nicht mehr lesen. Oh. Ding. Die Tür geht auf. Wo? Bisschen dunkel, ne? Danke fürs Spielen. Totenreich? Achso. Achso, wir sind sicher entkommen, oder sind wir nicht sicher entkommen? World Design, Titel und Ending Musik. Da musst du aufpassen bei Ending Musik. Guck lieber mal, dass die nicht Copyright ist. Billy, ach. Billy. Tod des Todes. Ja gut. Hammer. Ich komme nicht ins Boot. Ah. Oh, ja. Spring. Light. Oh. Ich habe aber mal Licht.